MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf unserem VfB Stuttgart-Team. Und ja, wir wollen jetzt mal eine Runde spielen, ne? Steht ja jetzt an, ich bin sehr gespannt. Schon wieder eine neue Formation, aber eigentlich sieht mir das ganz spielbar aus. Hätte, wäre, wenn, ne? Schauen wir mal. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das spielen lässt. Abwehr dürfte eigentlich kein Faktor sein. Die müssen eigentlich gut spielen. Ich meine, wir haben zwar drei Silberspieler, aber die haben eigentlich ganz nice Werte. Und ja, deswegen will ich mal hoffen, dass das läuft. Vorne bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil diese Formation ist ja irgendwie schon so ein bisschen, ja, flügellastig, will ich sagen. Und deswegen will ich mal hoffen, dass das läuft. Ich überlege gerade, hätten wir das auch anders machen können? Wir hätten vielleicht vorne Ibisevic und Abdelau reinstellen können und dann halt nur einen ZDM. Ja, wäre auch möglich gewesen, aber wir spielen das jetzt einfach mal. Einfach mal mehrere Formationen auch mal testen und ja, deswegen spielen wir jetzt mal 4-2-3-1-2. Habe ich auch schon getestet gehabt, aber ehrlich gesagt, da hat sie mir nicht so gut gefallen. Aber naja, vielleicht zeigt mir Stuttgart ja jetzt was anderes hier. Wäre mal ganz hübsch. So, komm, push dich mal hier. Und wer kommt eigentlich als nächstes? Freiburg, ne? Genau, haben wir das letzte Mal schon ein bisschen drüber debattiert beim Squad-Builder hier von Stuttgart. Ja, mal gucken, was wir da so auf der Kante bekommen. Könnte eventuell FIFA-technisch wieder ein kleiner Abstieg sein, weil, wie gesagt, FIFA-technisch. Aktuell in der Tabelle ist Freiburg ja davor. Aber FIFA-technisch hat, glaube ich, Stuttgart dann schon wiederum die stärkeren Spieler. Allerdings glaube ich auch, dass FIFA-technisch Stuttgart wiederum einen Abstieg zu Hamburg ist, weil ich glaube, Hamburg die stärkeren FIFA-Spieler hat. Aber naja, das ist halt so. Ganz am Ende kommt ja dann sowieso das teure Zeug, das ist dann überhaupt kein Abstieg mehr. Wir spielen hier gegen 68 Chemie mit DV, Witzel, Markovic. Oh, nicht sicher. Auf jeden Fall Henderson noch. Inigo Martinez, Cavachal. Wie heißt der nochmal? Dido oder sowas. Digne und, ja, keine Ahnung, wer der Kerl im Tor ist. Nee, kann ich euch nicht sagen. Und ja, deswegen schauen wir mal, wie das jetzt hier läuft. So, ich mache wieder Grundeinstellungen rein. Defensiv. Und dann machen wir einfach mal noch Counter-Attack. Boah, was ist jetzt los? Ihr seht unten den Ladekreis. Und ich kann auch nichts machen. Okay, jetzt geht's dann doch. Keine Ahnung, was das war, weil jetzt läuft sie hier gerade ohne Lex. Keine Ahnung. Weiß jetzt nicht, was das war. So, jetzt gucken wir mal. Er scheint mir ein bisschen aggressiverer Kerl zu sein. Du musst jetzt mal passen, wer auch immer du bist. Er geht relativ aggressiv hier auf den Mann. Ja, jetzt schön wieder von hinten gepusht mit dem Harnik. So. Ah, er geht relativ aggressiv zur Sache hier. Na! Okay, faul gegen uns. So, Witzel spielt uns nicht ganz in die Füße, aber hier schön das Ding vom Gentner wieder erobert. So, hier nochmal einen rübergespielt. Ich muss sagen, das macht er bisher relativ gut. Also ich kriege hier keinen freien Spot, will ich mal sagen. Wie wird das jetzt ausgehen? Keeper, gut. Weil er halt sehr aggressiv drauf geht. Aber wenn man natürlich aggressiv drauf geht, sollten sich irgendwann mal Lücken bilden. Schauen wir mal, ob das der Fall sein wird. Alexandru Maxim. Boah, Witzel haut uns hier um. Ja, Maxim kommt aber noch an den Ball. Jetzt pass mal auf. Ach, scheiße. Der hat doch... Nee, hat er nicht. Der hat 5 Sterne Skill Moves, aber keine 5 Sterne Weak Foot. Weil die einzigen, die 5 Sterne Weak Foot und Skill Moves haben, sind Neymar und Chikawi. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß nicht. Das hat mich jetzt irgendwie angelächelt, dass ich da mal einen Longshot raushole. Naja, schauen wir mal weiter hier. Also ich muss sagen, vom Spieltechnischen her gefällt er mir ganz gut. Teammäßig sollte er natürlich eigentlich unterlegen sein. So, Maxim, komm, gehen wir einfach mal durch hier. Denkst du dir? Das war vielleicht ein... Was ist jetzt los? Keine Ahnung, was hier alles los ist. Ich meine, ich hatte ja mit Maxim den Ball. Da kann ich ihn ja eigentlich nicht gefoult haben. Aber FIFA sagt da, denke ich mal, was anderes. Abseits kann sowieso nicht sein, weil wir den Ball ja vorher hatten. So. Jetzt! Ah, scheiße. Ich wusste, dass ich X gedrückt habe. Ich wollte mich noch schnell umdrehen, hat aber nicht mehr funktioniert.
So, können wir fast wieder abfangen. Ich glaube, gegen ihn müssen wir da ein bisschen schneller kontern, damit sich dann halt die Lücken bilden, wenn er so krass seine Leute rauszieht. So, ist er jetzt hier ein bisschen am Dribbeln mit Markovic. Will hier durchziehen, aber so nicht mit dem Kokarausch. So, hier vorne einen durch auf Alexandru Maxim. Ja, da kommt der Witzel schon wieder hinter uns her. Gehen wir erstmal auf die Außen. Nochmal auf den Maxim, Abdelaue. Ja, Maxim hier nochmal. Nein, da vorne Maxim. Ja, nein. Nochmal ein rüber. Schade, kommt leider nicht ganz durch, weil er da abgeprallt ist, der Ball. Beim Gegner, da kommt Jermaine Defoe, bringt er nochmal nach hinten, alles klar. Hat der Rausch, richtig stark, wie er hier reinfliegt. Abdelaue auf Maxim hier vorne, jetzt kann der vielleicht mal durchziehen, kann er nicht. Martinez ist da. So, weiter aufpassen hier. Ja, gegen ihn müssen wir auf jeden Fall Konzentration oben halten. Ich glaube, ein Anfänger ist der Kerl hier nicht. Er macht das in der Abwehr ganz gut, bringt jetzt hier sogar eine flache Flanke rein. Oder auf jeden Fall einen flachen Pass. So, bringen wir das Ding nochmal rüber. Ja, ziehen wir durch hier. Ziehen wir mal durch. Ah, ziehen wir jetzt nochmal zurück. Jetzt Maxim. Ja, schönes Dribbling, kurze Schusstäuschung. Aber da ist er echt schnell hin und her gewesen. Schön, Rüdiger Jung. Guter Mann. Hier vorne in den Lauf. Von weiß ich nicht wem. Romeo. Lol. Ich glaube, das ist unser ZDM mit 45 Schuss oder so. Also unser ZDM ist es auf jeden Fall. Aber er hat auch auf jeden Fall einen schlechten Schusswert. Abdelaue fackelt das Ding erstmal nach hinten. Warum auch nicht? Oh, der Pass war scheiße. Witzel fängt den Ball ab. Defoe. Markovic. Der hat natürlich den Pace. Brauchen wir vielleicht einen Antonio Rüdiger. Markovic will den Sweat suchen. Ja, er versucht immer das Ding in die Mitte zu sweaten. Da hätte er jetzt vielleicht einfach mit Markovic schießen sollen. Ich meine, Markovic kann zwar nicht schießen, aber aus der Position geht es öfter mal ein Ding rein. Gentner jetzt, der hat den Körper, deswegen habe ich es hier einfach mal probiert. Gentner, oh, schießt doch. Da hat er sich endlich reingedreht gehabt, aber er schießt einfach nicht. So, Witzel und DV hier ein bisschen am Doppelpassen. So, jetzt müssen wir uns mal hier einen rausziehen. Hat er jetzt ein bisschen Glück gehabt. Witzel fackelt uns das Ding hier in die Fresse. Wo ist der Ball? Hoho, Alter, wie hoch war der denn bitte in der Luft? So, den haben wir aber wieder. Ja, hier nochmal einen raus. Gentner. Und da vorne läuft jetzt Abdelaue. Richtig schöner Pass, aber da kommen wir nicht mehr ganz dran. Ah, da ist der Abdelaue vielleicht ein Ticken zu langsam für gewesen, für das Bällchen hier. So, jetzt gibt es wieder megamäßige Lecks. Keine Ahnung. Aber das letzte Mal nach diesem Mega-Lecks war ja wieder alles in Ordnung und scheint mir jetzt auch wieder der Fall zu sein. Keine Ahnung, was das ist. Ja, hier nochmal schön einen abgelegt. Romeo schon wieder. Ich weiß nicht, was der alles hier macht. Ja, Abdelaue. Ich glaube, der erste richtige Torschuss. Na gut, was heißt richtige? Der erste Torschuss aber auf jeden Fall. So. Wie heißt er? Dr. Diabolo oder so. So. Hüpp. Ja, schön, aber Witzel. Ja, das war jetzt gefährlich von mir, aber ich habe mir gedacht, riskierst es einfach mal. Ist das jetzt schon wieder der Romeo? Irgendwie steht der Romeo oder wie er heißt, unser ZTM, als auf der ZOM-Position. Wenn ich das nicht verwechsel, das weiß ich nicht genau. So. Aufpassen, bringt er hier durch auf Witzel. Oh, ist das schlecht von Ulreich. Was ist jetzt los? Nein. Wieso? Was? Für was? Ich weiß jetzt nicht, wieso er einen Elfmeter bekommt. Aber okay. Ich gehe stark davon aus, dass es wieder ein CPU-Foul war, weil unser Spieler nur eine gelbe bekommt. Und wenn es kein CPU-Foul ist, ist es wahrscheinlich rot. Naja, dann Happy Birthday. Wieder mal einen Elfmeter durch FIFA. Wie gesagt, ich habe keine Grätsche oder sonst irgendwas gedrückt, deswegen werfe ich mir hier nichts vor. So, das Ding hat aber nicht verwandelt, Gott sei Dank. So, wenn jetzt die Ecke auch nicht reingeht, wäre alles tutti. Ja, jetzt rausrücken, Jungs. Witzel kommt nämlich wieder. Und unser Keeper hat schon bewiesen, dass er anscheinend nicht so ganz der Prallste ist. Also bei so einem schwachen Schuss, so eine dreckige Abwehr da, naja.
Es geht definitiv besser. Rüdiger steht. Rüdiger hat das Ding. So, Werner jetzt mal hier. Komm, du hast ja den Pace. Also, da müssen wir eigentlich durchkommen. Ja, kommen wir auch. Jetzt weh, du pfeifst ab, du Fotze. Ich hatte es irgendwie schon im Gefühl, dass er jetzt abpfeifen wird. Der Werner hat irgendwie einen komischen Laufstil. Jetzt hier in den Rückraum und... Alter, lass das doch laufen! Oh, FIFA, du hast mich. Ich muss sagen, es läuft nicht so ganz prallig. Ich glaube, ich stelle das hier nochmal um. Die Formation stelle ich, glaube ich, nochmal um. 4-4-2. Ich glaube, ich stelle das auf das 4-1-2-1 um. Ja, komm, machen wir mal so. Und dann stellen wir nämlich Maxim hier hin. Ja, und Werner einfach mit... Nee. Abdelau und Werner im Sturm. Was ist denn Werner für ein Fuß? Ah, scheiß drauf. So, Abdelauer und Werner sind jetzt da. Maxim ist da. Hier soll Romeo hinkommen, bitte. Ja, Gentner und Harnik da jetzt. Das ist jetzt auch nicht so pralle. Aber wir können jetzt natürlich auch nichts wechseln. Ich meine, das soll ein Stuttgart-Team sein. Und deswegen wechseln wir da jetzt... Na gut, wir haben eh nur Bronzespieler auf der Bank. Also Verbesserungen gäbe es da jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Naja, jetzt mal ganz kurz hier umgestellt. Vielleicht läuft es damit ein bisschen besser. Ja, und jetzt nochmal einen weiter. Uiuiuiui. Ich dachte eigentlich, er grätscht vorbei. Aber es war leider nicht so. Gut, aufpassen. Okay, also abwehrtechnisch stehen wir jetzt irgendwie ein bisschen schlechter. Weil der Romeo irgendwie überhaupt nicht seine Position hält, ehrlich gesagt. Oh, Sweat. Na gut, auf was anderes darf ich mich auch nicht gefasst machen. Er sweatet eigentlich jedes Ding rüber. Ich meine, ist auch verständlich, weil aus den Positionen ist es schwer, per Schuss ein Tor zu machen. Ich muss jetzt mal überlegen, was ich hier mache. Also, mit Stuttgart läuft es hingegen schon wieder nicht so pralle. Und nein, das hat diesmal nichts mit dem Gegner zu tun. Es liegt einfach daran, dass die Spieler irgendwie nicht so super stehen wie zum Beispiel bei Hamburg. So, jetzt gucken wir mal hier. Haben wir Maxim schon mal? Maxim ist ein guter, das weiß ich nämlich noch. Maxim, ich wollte mal gucken, ob er mich angreift. Hat er nämlich erst nicht gemacht. So, Werner. Okay, schön abgefangen. Leg mal nach drüben ab. Ich weiß nicht, wer es ist, aber einfach mal schießen. Leider geht's. Gentner war's. Der hat sogar einen 75er Schuss, ne? Hätte ja mal was werden können. So. Ja, wo will er lang spielen? Okay. Ja, will er nochmal einen rüberbringen? Auf dem DV wieder. Wo ist die Flanke? Noch kommt sie nicht. Unser alter Ginger hier. Der Sakai. Jetzt ist das Ding da auch drinne. Ja, es hat sich irgendwie so ein bisschen angebahnt. Und ich muss sagen, da merkt man irgendwie schon sehr schön, was Spieler für einen Unterschied machen. Das Team sieht jetzt nicht so viel anders aus als das Hamburg-Team. Aber ehrlich gesagt, finde ich, spielt es sich um einiges schlechter. Aber naja, weiter pushen. Eigentlich wollte ich hier nicht verlieren. Boah, nee, das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Vor allem auch zentral waren wir vorher viel kopfballstärker mit dem HSV. So, jetzt vielleicht mal Timo Werner hier vorne durch. Ja, der muss sie jetzt mal reinschieben. Macht er sogar. Sehr stark vom Timo. Ja, das muss man jetzt natürlich auch mal sagen. Starker Abschluss hier unter Bedrängnis. So, Markovic rennt einfach mal durch. Warum nicht? Das klappt ja leider sehr gut bei FIFA. Witzel fängt hier den Ball ab. Haben wir abgefangen, ja. Hier noch mal einen rüber. Und da vorne jetzt durch. Und da sind wir durch mit... Oh, schießt doch sofort. Abdelaue war's. Ein bisschen sehr behäbig, der Junge. Kommen wir von hinten. Kommen wir von hinten. So. Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht wieder... Ja, will er wieder auf die Seite. Der geht aber ins Aus hier. Komm, hol dir das Bällchen. Es kommt auch keiner. Jetzt kommt wer ran. Immer eklig hier. So. Nochmal einen rausgespielt. Nochmal einen weiter. Musste haben. Sehr schön hat er. Jetzt da vorne durch auf Abdelaue. Komm, rennen. Kommt man nicht durch. Aber, oh, fast abgelaufen. Mit Abdelaue, aber nur fast. Maxim kommt noch nicht so ganz in sein Spiel rein, glaube ich. Weil, wie gesagt, der hat mir eigentlich gut gefallen, wo ich den mal gespielt hatte. Richtig gut sogar. War sau torgefährlich und alles. So. Ja, bringen wir das Bällchen noch einmal rüber.
Jetzt da vorne wieder durch auf den Timo. Und da ist der Timo schon wieder durch. Ah, oh, Timo. Da muss er vielleicht früher schießen. Ich hatte die ganze Zeit auf Schießen rumgehackt, aber wenn die Spieler so bedrängt sind, schießen sie ja leider nicht immer. Schön abgefangen hier. Ah, da kommt der Witzel schon wieder von hinten und ihr wisst, ich hasse Witzel. Ah, schöner Doppelpass. Aber Maxim kommt mir auch so träge vor, als ob er irgendwie keine Fitness hätte. Könnte jetzt natürlich auch daran sein, dass EA ein Update gemacht hat und dass jetzt alles nicht mehr so spritzig ist. Wer weiß. Hier vorne nochmal durch. Aber Abdelauer auch wieder ein bisschen zu langsam. So, da steht jetzt keiner. Alle ziemlich aufgerückt. DV bringt das Ding auf die andere Seite, aber der dürfte im Aus sein. Ist er auch. 76. Ich hätte eigentlich ganz gerne einen Sieg. Ob das jetzt so verdient ist, sei mal dahingestellt. So, schmeißen wir erstmal nach Rüben. Ja, kriegen wir durch. Nochmal einen rüber. Timo Werner, zieh mal durch, komm. Du bist ein Pacer vom Herrn. Du kannst hier einfach mal durchziehen. Ja, der bleibt auch da. Der ist knackig, der ist frisch, der Timo. Fällt mir gut. So als Sturmspitze. So. Aufpassen hier. Ja, oh oh. Ah, schön vom Rüdiger. So, Maxim. Jetzt geht der Maxim hier nochmal auf die Reise. Ja, hier nochmal vorne auf den Timo. Legt er sich rüber. Aber leider kommt Inigo Martinez noch dazwischen. Alter, komm, ich will das Ding gewinnen. Eine Chance brauchen wir noch. Und da muss ich mal eiskalt sein. Ja, zieht er hier durch mit Markovic. Oh, pace-technisch kommen wir da natürlich nicht hinterher. Aber jetzt haben wir hier zwei Leute am Gegner dran. Ja, spielt nochmal auf die Seite. Rüdiger geht da ein bisschen nach innen und er versucht schon wieder die Flanke natürlich. Sein Spielstil ist relativ berechenbar. Allerdings, ich krieg's nicht so ganz hin, mit den Jungs das zu verteidigen. So, jetzt will er einfach rennen. Jetzt will er einfach rennen mit Markovic. Und Ulreich ist wirklich verdammt schlecht. Wenn nicht sogar der schlechteste Keeper, den ich bisher gespielt habe in FIFA. Nee, sorry, aber das ist wirklich einfach nur schlecht. Und mit dem Abwehrspielern kam ich nicht mehr hinterher. Und ja, anscheinend werden wir das Ding hier verlieren. Gegen eine Chemiehure. Ist hart, aber es ist so. Das war der Falsche. Ja, kriegen wir aber noch. Rüber da vorne, komm, bring ihn. Oh, hat der Lack, dass er da noch ein Bein dazwischen bekommt. Sonst wären wir da frei durch gewesen. Komm, unentschieden noch. Unentschieden wenigstens noch. Ich habe jetzt natürlich nochmal auf Offensiv gestellt. Das heißt, wenn wir jetzt noch ein Gegentor bekommen, gut, dann liegt das jetzt nicht am VfB, sondern an Offensiv. Ah, jetzt kriegt er sogar noch eine Ecke und nur 2 Minuten Nachspielzeit. Och, Kollege, Alter, ihr seid doch nicht nur so eine Bitch und macht da irgendwas mit hier Pause drücken und so. Nee, das Spiel werden wir verlieren. Zweite Niederlage dann schon in der Clubtour. Aber ich muss sagen, es hat sich einfach echt nicht gut spielen lassen. Klar, es wird jetzt wieder sehr viele Kommentare geben, du spielst einfach scheiße, etc. pp. Aber das Hamburg-Team hat sich einfach um einiges besser spielen lassen. Und natürlich muss ich ja eigentlich schon trotzdem gewinnen. Das muss man einfach mal so sagen. Hab ich jetzt aber nicht. Und ja, deswegen, oh nein, er macht echt Zeitspiel. Er macht es tatsächlich. Und er macht auch noch so ein richtiges Zeitspiel mit Auswechslung. Ich meine, ich glaube, das bringt mit Auswechslung in FIFA gar nichts. Aber er macht es. Oh na, der kriegt einen Krampf in der 90. mit voller Fitness. Das ist doch nicht wahr, oder? Okay, wir haben das Ding verloren. Krasse Sache. Nee, also sehr enttäuscht haben mich vor allem Abdelauer und der Keeper. Und ehrlich gesagt auch der ZDM. Also Romeo hat eher vorne rumgepimmelt, als nur annähernd im ZDM zu sein. Und ja, deswegen muss ich sagen, das auf jeden Fall die Kritik, Leute. Werner hat mir eigentlich gut gefallen. Wenn er mal am Ball war, hat sich ganz gerne mal gepusht, hat auch das Tor eiskalt gemacht. Das ist immer so eine Farce, dass Ulreich hier als Spieler des Tages gelistet wird, beziehungsweise als Bester unseres Teams. Niemals. Ulreich war einfach so eine Graupe. Und wie gesagt, ich glaube, der schlechteste Keeper, den ich je gespielt habe. So, hier Markovic sehen wir nochmal. Ja, sorry, aber was macht der da? Was macht der da? Der fällt um wie eine Bahnschranke. Überhaupt keine Reaktion bei so einem
schwachen Schuss. Was war das andere Tor von ihm? Gut, ich glaube, da konnte er jetzt nichts für. So einfach Flanke und eingenickt. Nee, da kann er nichts machen, das lässt jeder rein. Aber davor hatte er ja schon so einen Fail. Ansonsten die Tore. Ja, es gab eigentlich nur die Tore als Highlights hier in dem Spiel. Ansonsten gab es gar keine Highlights. Der Gegner war jetzt nicht schlecht. Okay, aber trotzdem, das Team fand ich einfach nicht gut. Also ich kann nicht sagen, dass die Abwehr besonders war. Rüdiger hat zwei ganz gute Aktionen gehabt, aber ansonsten die Abwehr eher schwach gewesen. Und Romeo komplett scheiße, meiner Meinung nach. Den habe ich eigentlich nie hinten gesehen, nur vorne immer. Und ja, da soll er halt eigentlich nicht sein, vor allem nicht mit seinen Workrates. Abdelaue, wie gesagt, hat mich enttäuscht. Maxim hier in dieser Formation auf jeden Fall. Ich weiß nicht, im 3-5-2 habe ich den mal gespielt, da fand ich den richtig geil. Aber heute war irgendwie nicht so viel von ihm zu sehen. Ja, ansonsten, Das Problem ist natürlich auch immer, es ist, die Teams haben immer nur ein Spiel bei mir Zeit, sich zu beweisen. Und ja, ich muss sagen, das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so pralle. Also bis jetzt Hamburg mal sowas von klar vorne. Und nein, nicht nur, weil ich mit Hamburg gewonnen habe, sondern weil es auch geil spielbar war. Das heißt, die Jungs haben sich geil angeboten und das war alles relativ sexy-smexy. Und an der Formation, gut, könnte es einen Ticken gelegen haben, aber ich meine, ich habe in der zweiten Hälfte auch auf 4-1-2-1-2 umgestellt. Und es lief trotzdem nicht. Und ja, deswegen, ich weiß ja nicht. Gut, das Spiel hier hätte 1-1 ausgehen müssen, aber ist es halt nicht. Und ja, deswegen haben wir das zweite Ding jetzt hier verloren. Bis jetzt noch nicht so pralle. Ich meine, vielleicht kommen ja jetzt die Teams, obwohl Freiburg, ich habe schon gesagt, es könnte jetzt natürlich noch schlechter werden. Von FIFA-technisch gesehen natürlich. Wer kommt nach Freiburg? Egal, gucken wir uns das nächste Mal an. Ich würde sagen, das wäre es gewesen. Leider schon wieder auf den Sack bekommen. Und ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao.